Hallo, was erwartet einen Kunden denn, wenn er jetzt Bräuninger Lieblingsdinge besucht? Ja, also wir haben nach wie vor unser volles Sortiment rund um Bürobedarf, Schreibwaren und Schulartikel und sind weiterhin eine kompetente Buchhandlung. Neu sind bei uns letztendlich Themen rund um die kulinarischen Vorlieben, also angefangen von Weinen über Gewürzmischungen bis dann natürlich auch unser Bistro. Da haben wir also sortimentsübergreifend alles, was es zu wünschen gibt, vom Glas, der Wein mehr oder weniger selbst, das Porzellan, der Tisch, der Stuhl, alles gibt es bei Bräuninger Lieblingsdinge käuflich zu erwerben oder eben einfach nur kurzweilig beim Besuch. Dann haben wir uns verstärkt im Bereich Wohnen, wo wir unser Sortiment etwas ausgebaut haben. Sehr schön. Sie haben jetzt seit ungefähr einem Jahr das Zepter in der Hand und haben hier fleißig umgebaut. Waren Ihre Eltern denn damit einverstanden? Ging das Hand in Hand? Ja, das ging insofern tatsächlich generationsübergreifend Hand in Hand, da die Eltern ja die Grundsteine gelegt hatten. Also es war so, dass zum einen die Eltern auch den Wunsch hatten, mal dem Kunden am Samstag ein Gläschen Prosecco und ein paar Antipasti anzubieten und auch die Zusammenführung der Sortimente gemeinsam mit uns entwickelt hat. Das ist also über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren in Beratung mit Unternehmensberatern, mit eigenen Herstellern gemeinsam entwickelt worden und so wirklich generationsübergreifend entstanden. Sie verkaufen ja auch weiterhin noch Bücher. Jawohl. Sehen Sie denn auch in 10 Jahren zum Beispiel noch einen Markt für einen Buchladen? Oder? Ja, also selbstverständlich. Es ist letztendlich so, dass wir gerade mit unserem neuen Konzept jetzt den Schritt gegangen sind, wo wir die Bücher eben auch in die anderen Bereiche mit einfließen lassen. Das heißt, in unserer Wohnabteilung liegt eben neben dem Vitra Lounge Chair auch ein schönes Coffee Table Book, also der schöne Bildband, der einfach Lust macht und ja, vielleicht ein paar schöne Reiseziele als Bilder zeigt. Oder eben in unserem kulinarischen Bereich, wo einfach ansprechende Bücher präsentiert sind rund ums Thema Kochen, Genießen, Essen und Trinken. Und diese einfach auch optisch schönen Bücher werden auch weiterhin natürlich auf großes Interesse stoßen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir einfach viele Kunden haben, die einfach das Buch in die Hand nehmen wollen. Also wir verkaufen letztendlich auch E-Books, aber da ist es so, also unsere Kunden, die wollen einfach ganz gerne noch das klassische Buch und das wird auch viele Jahre noch weiterhin so sein. Super, vielen lieben Dank.